Die 5 Flops und die 5 Tops in Chapter 4. Inzwischen sind schon 3 Wochen vergangen, seit die Chapter gestartet ist. Ja, Leute, 3 Wochen. Ich weiß auch nicht, wo die Zeit vergangen ist, ne? Erst vor 2 Tagen hatten wir den Sabaton gestartet, ne? Ging doch so 2 Tage oder sowas. Und jetzt schon ist fast ein ganzer Monat um. Weihnachten ist schon fast um. Schönen zweiten Weihnachtstag und in diesem Sinne schöne Grüße mal wieder an Team Nachtaktiv. Haut ein Like rein, wenn ihr wieder wach seid, und ihr solltet wieder wach sein, ne? Und wach bleiben, vor allen Dingen, weil wir jetzt mal ein bisschen durchgehen. Wir hatten jetzt lange Zeit genug, um mal die Chapter auszutesten und zu gucken, was ist eigentlich nice und was nicht nice ist. Und ich denke, da kommen so ein paar Sachen zusammen jetzt, die wir jetzt einfach zusammenrattern können. Bevor ihr euch fragt, Leute, ich bin gerade natürlich unterwegs wegen Weihnachten und so weiter, ne? Deswegen bin ich nicht hier mein gewohnten Setup, sondern bei Divi hier jetzt, ne, schön mit Dark Souls Background da und Majora's Mask. Super nice. Deswegen nicht das gewohnte Setup, was ihr bei mir kennt, aber ihr wisst Bescheid, dass ich da gerade aber trotzdem für euch ganze Zeit den Content produziere, damit ihr immer versorgt seid. Fangen wir doch einfach mal erstmal mit den Offensichtlichen an. Die neue Grafik in Fortnite ist einfach nur Chefskiss. Ne, ich glaube, das ist eines der hübschesten Battle Royales überhaupt auf maximalen Einstellungen, auch teilweise, was die Beleuchtung, Schatten und Lichtqualität angeht, auch eines der hübschesten Spiele, die ich in letzter Zeit gezockt habe. Und das sage ich, obwohl ich Spiele wie God of War durchgezockt habe, die auch phänomenale Beleuchtung haben und sonst was. Aber Fortnite durch diese Lumen Engine, Nanite, dreht das Ganze nochmal so krass auf. Und selbst in einem Battle Royale, was so einen Cartoon-Stil hat, sieht einfach nur grandios aus und verleiht diesem Spiel auch wirklich einen sehr, sehr, sehr nicen Look und einen sehr, sehr nicen Stil, der Spaß macht, um reinzuspringen. Ne? Genauso wie auch natürlich der ganze Artstyle mit der Insel, mit der Schwebenden, mit dem Wasser, was drumherum ist und so weiter. Ne, das Ganze fügt sich ja zusammen mit den Sonnenuntergängen und Aufgängen, was wirklich ein schönes, schönes, schönes Feeling in diesem Spiel verursacht. So schön die Grafik auch ist, dieser Eindruck wird aber ein bisschen dadurch getrübt durch eines der Flops, und zwar, dass die wöchentliche Aufgaben tatsächlich jetzt nur einmal in der Woche verfügbar sind. Ne? Danach werden die ersetzt und du musst dann wieder hinterher rennen und so weiter. Und wenn du mal irgendwie im Urlaub warst oder jetzt Weihnachten mit Eltern Zeit verbracht hast, verpasst du die Aufgaben und wertvolle Erfahrungspunkte vielleicht. Ne? Wobei ich sagen muss, da bin ich ein bisschen zweierlei gespalten. Viele finden das natürlich schlecht und ich verstehe das auch, ne? Gerade wenn man weg ist und so weiter. Andererseits hat es mich tatsächlich jetzt in den letzten Wochen sehr motiviert dazu, die wöchentlichen Aufgaben zu erledigen, anstatt sie zu sammeln und mir gar nicht dafür zu interessieren und erst am Ende der Season zu machen, so wie ich es bisher gemacht habe. Jetzt fand ich die eigentlich immer wieder so, ne, ich habe mich darauf gefreut, dass sie gekommen sind. Deswegen, einerseits, ne, weiß man so Gedanken, oh, die werden ersetzt, es ist voller Zeitdruck. Andererseits motiviert es mich tatsächlich, die wöchentlichen Aufgaben zeitlich zu erledigen und mich darauf zu freuen, dass die rauskommen. Aber hey, es sind ja nur wöchentliche Aufgaben, ne, vielleicht ist das so ein kleiner Downer, aber komm, seien wir mal ehrlich, als dieses Chapter und diese Season gestartet ist und wir im Trailer My Hero Academia mit dem Deku Smash gesehen haben, wie er dieses Schloss zerfetzt hat. Komm, das war schon Sahnebissen, ne? Oder auch als das Item reingekommen ist, ist in meinen Augen einfach nur ein schönes Effektspektakel, dank neuer Grafik und den ganzen Details beim Zerstören von Gebäuden und so weiter, sah das einfach nur wieder mega nice aus. Hat Laune gemacht, ne? War krass stark, klar. Ich würde sagen, ein bisschen schwächer als das Kamehameha. Das Kamehameha empfand ich stärker. Aber es hat schön Spaß gemacht. Und ne, das ist auf jeden Fall eines meiner Highlights jetzt zum Anfang dieses Chapter gewesen. Und eines der Flops davon war, dass es 3 Tage später direkt weg war. Die haben es 3 Tage später einfach wieder, oder vielleicht auch eine Woche. Mach eine Woche draus. Ich habe die Tage nicht gezählt, aber in so eine kurze Zeit das Item wieder zu entfernen. Und das Ärgerliche ist ja, dass Epic gerade im Urlaub ist und das nicht ändern kann. Das ist halt das, was das Ganze nochmal eigentlich eintrübt, dass wir wissen, dass wir dieses Item so schnell nicht wiederkriegen und erstmal nach dem Urlaub abwarten müssen, ne? Ah, das tut so weh, ne? Eines der Major Highlights, was im Trailer hoch angepriesen wurde für dieses Chapter, und es ist instant weg. Es ist instant weg und du kannst nichts dagegen tun, und außer warten und weinen. Und jetzt schon an dieses eine OG-Item dran denken, Leute, an diesen Deku-Smash, der so nice war, der das so Spaß gemacht hat. Ach, nur OGs erinnern sich an diese Zeit, wo das Item drin war. Aber auch wenn der Schmerz tief sitzt durch das Item, gehen wir direkt rüber zu einem weiteren Top-Punkt, und zwar Weihnachtshütte. Naja, inzwischen ist die Weihnachtshütte, glaube ich, ziemlich safe geworden. Wir hatten mal ein Weihnachten ohne, und das war das zweite Weihnachten in Chapter 2.
2. Ich glaube, das war Season 7, wenn ich mich nicht täusche, in Chapter 2 oder Season 6. Plus, minus, ne? Dort wurde die Weihnachtshütte nicht reingebracht und das war natürlich mega Downer. Und seitdem, Chapter 3, Chapter 4, scheint es einfach regulär zu sein. Und es ist immer wieder ein Genuss. 14 Geschenke aufzumachen ist mega nice. Diese Teils in der Hütte sind mega nice. Diesmal gab es eine Menge Erfahrungspunkte durch Pizza. Ein Kühlschrank ist dabei, ne? Die Skins sind wieder geil. 2 Gratis-Skins, sogar 3 inzwischen Standard geworden, ne? Dass es einen dritten Gratis-Skin gibt durch den Epic Games Launcher. Und deswegen Weihnachtshütte eigentlich immer ein Top-Punkt, finde ich, der es eine Season wunderschön abrundet und immer wieder Spaß macht und zählt auf jeden Fall immer zu den Highlights. Zum Start natürlich dieses Chapters, sowohl Chapter 3 als auch Chapter 4 eigentlich. Aber auch wenn das Chapter wunderschön startet, so schade ist es eigentlich, dass Creative 2.0 wohl noch länger dauert, als wir vermutet haben. Wir wussten ja, dass es nicht sofort zum Chapter-Start rauskommt, ne? Und erst Mitte Dezember rauskommen sollte. Auch das war ein bisschen zu kurz. Kurzfristig wurde auf Anfang Januar verschoben. Aber auch Anfang Januar bzw. Ende Januar ist in meinen Augen jetzt absolut schwer zu halten. Und wir sollten eher davon ausgehen, dass es irgendwo im März rauskommt, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Rechnet mit März damit, ne? Das Ding ist ein massives Projekt. Es ist ein großes Projekt. Aber vielleicht auch ein sehr großer Hoffnungsträger für Content in Fortnite, wenn das endlich mal wieder rauskommt. Aber auch wenn uns Creative 2.0 keinen Content liefert, der nächste Top-Punkt ist auf jeden Fall, dass wir bisher eine Menge Content bekommen haben. Die letzten 3 Wochen waren stacked. Die waren voll geladen und mein Creator-Code ist rausgeflogen. Was denn schon? Aber gesehen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Creator-Code wieder erneuert. Was wir an Content in den ersten 3 Wochen bekommen haben, war insane. Wir haben Weihnachtshütte bekommen, Gratis-Skins, Hulk-Skin ist rausgekommen, My Hero Academia, Giannis ist rausgekommen und. Eine Menge Kooperationen, eine Menge neuer Stuff, schon das erste große Update mit dem Weihnachtstruck und so weiter und so fort. Eine Menge Hoffnung ist ja noch mit dem Schild, was auch in wahrscheinlich noch 2 Wochen braucht. Und Schild-Gameplay sieht ja auch schon mal, denke ich mal, sehr interessant aus. Und deswegen, die ersten paar Wochen content-technisch waren natürlich schon mal der Hammer, ne, aber so Hammer es auch war, wir werden natürlich jetzt ein bisschen warten müssen, bis Epic aus dem Urlaub kommt. Erst am 10. Januar geht's weiter. Fast geschafft. Erst noch ein kleines Silvester-Event noch am 31., ne, das wir noch mitnehmen können, aber das gleiche wie jedes Jahr eigentlich mit der Disco-Cool und dann der Jahreszahl. Nichts super krasses, wir kennen das schon, für die Leute, die in Chapter 4 angefangen haben, wird es das erste Mal sein. Soweit der Content bisher auch der Hammer war, eines der Dinge, die die Leute bisher wirklich hassen in dieser Season, die Flops, seien wir mal ehrlich, sind die Hammer-Gummibärchen, oder? Die Leute, die wie ein Gummibärchen, sag ich mal, rumspringen und ganze Zeit herumfloppen mit ihrem Hammer, links und rechts fliegen und dann einfach ganze Zeit rumjumpen. Junge, ich wusste gar nicht, dass eine Gummibär-Kooperation hier in dem Spiel eingebaut wurde, aber wenn es eine gäbe, dann ist es das mit dem Hammer. Und es gibt kein unsatisfyingendes Gefühl, als wenn man einen Gegner fast down hat und der mit diesem Hammer quer durch die Welt fliegt und bis an die andere Seite rüberjietet. Die Gummibären-Hämmerchen oder die Hammer-Gummibären, wie auch immer ihr die nennen wollt. In meinen Augen nerven die ganz schön und das ist wirklich ein Downer. Aber sei es drum, es gibt schlimmere Dinge. Und wenn ich schon diesen Punkt aufnehme, Leute, ich sag's euch, es war gar nicht so einfach, schlechte Dinge in dieser Chapter zu finden. Ich muss sagen, ich habe da nicht komplett gebrainstormt und muss sagen, viele, viele Sachen sind hier wirklich super, super, super gut umgesetzt. Und da kann man nichts gegen sagen. Es gibt fast nichts, was man aussetzen kann. Bisher Fortnite wirklich on top, was Content angeht und die Sachen, die drin sind. Es gibt fast nichts, was einen wirklich krass nervt. Nee, es gibt keine zu krassen Waffen aktuell. Deku Smash ist auch gewolltet. Das Einzige, was man sagen kann, war für die Map, eines der Punkte, die tatsächlich jetzt eher zu den Flops gehören, es ist, dass wir keinen einzigen alten Ort bekommen haben. Nichts für die alte Nostalgie, kein Pleasant Park, kein Tilted wieder mal, ne, oder sowas, auch wenn vielleicht Tilted nicht mehr so den Beliebtheitsstatus hat. Es gibt gar nichts, weder aus Chapter 1 bis 3, alles ist komplett neu. Für einige ist das gut, einige sagen, hey, ich mag das, ne, es gibt kein recyceltes Material, alles wurde komplett neu erstellt, deswegen komplett schöner neuer Anfang mit einer Menge neuen Stuff, anstatt alte Orte zu benutzen, die man kennt. Für die anderen fehlt so ein bisschen dieses kleine Nostalgie, ne, die einige Lieblingsorte, die man so kennt. In Chapter 3 war das zum Beispiel Shifty Chefs, ne, war drin, dann Tilted und so weiter. Es gab immer so ein, zwei Orte, die die Leute so ein bisschen wieder angehypt haben. Und hier hätte man vielleicht
vielleicht wirklich noch so einen Ort oder so reinpacken können. Sagen wir mal Snobby Shores oder Haunted Hills, ne, hatten wir auch schon Ewigkeiten nicht. Paradise Palms irgendwie sowas, in irgendwas in diese Richtung, damit die Leute wieder so ein bisschen Chapter 1 Feeling kriegen und so die Nostalgie noch ein bisschen reinhaut. Weil das bei vielen tatsächlich immer so auch wichtig ist, sich an alte Zeiten zu erinnern. Und ich dachte, mein Opa hängt in der Vergangenheit. Aber aufgrund dessen, dass alles neu ist, können wir auch den nächsten Punkt aufnehmen und das ist der Battle Bus. Dieses Gefühl, auf diese Map reinzufliegen, ist einfach nur schön, es macht Bock, diese Runde zu starten, mit diesem Bus dann mit Vollspeed auf die Map zu fliegen, diese Animation, der Start, die Startlobby, die Map im Hintergrund zu sehen, dieser Artstyle macht einfach Laune und das ist auch so eines meiner Top-Punkte in dieser Chapter tatsächlich und Season. Was mega Laune macht tatsächlich, das Spiel jetzt regelmäßig auch zu spielen, zu starten, es motiviert einen und. Genauso wie die restlichen Sachen und im Großen und Ganzen muss ich sagen, klar, ich habe jetzt krampfhaft versucht, 5 Punkte zu finden, die schlecht sind. Die Top-Punkte kann man hier noch weiter herunterzählen, ne? Die von Battle Pass mit Geralt und Doomslayer gibt es viele Kleinigkeiten, die man dann genauso zu den Top-Punkten zählen kann. Wir haben bei den Flops, das schon echt eng wird. Und was sagt ihr dazu? Schreibt runter in die Kommentare. Ich will wissen, was euch vielleicht hier so ein bisschen sauer aufstößt, warum ihr dieses Chapter vielleicht nicht feiert oder was auch immer. Ne, würde mich mal interessieren, dann habe ich was auf der Toilette zu lesen. Auf der rechten Seite findet ihr jetzt noch ein Video, was ihr gerne anklicken solltet. Kam gestern Nacht raus, rund um, was habe ich da überhaupt gemacht? Ach ja, um den Tannenbaum-Fluff, aber auch, dass Leute, die auf Level 1000 sich durch einen geglitschten LTM, der noch nicht veröffentlicht war, natürlich auch gebannt wurden oder ein kurzzeitiger Bann. Gerne ausstecken, ansonsten auch den Gratis-Midas, könnt ihr auch direkt danach mit reinhauen und gebt mir Flosse. Flop!